Oh, hallöchen, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ja, wir haben jetzt ja das Intro durch. Ich habe mal geguckt, der Sound. Oder ich fand so Lautstärke im Mixing war ganz in Ordnung. Ich muss aber mal auf meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen, tatsächlich. Was dann doch, weil ich dann irgendwie dazu tendiere, zu laut rumzuschreien. Jetzt tu mal nicht so, jetzt hält sich ein Kopf fest. Aua, ich habe Schmerzen. Ja, komm. Du hast schon andere Sachen überlebt, Lara. So, okay, also Steuerung ist wirklich noch die, komplett gleich. Aber ich finde es mal interessant, jetzt haben wir mal so ein bisschen. Anderes Setting. Mal gucken, ob wir da unten noch landen werden. Ja. Wir werden es ja sehen. Oh, jetzt. Ja, ist wahrscheinlich nicht so die beste Idee, herumzulaufen, wenn wir völlig benommen und benebelt sind. Ja, ich bin ein bisschen besoffen. Scheiße. Aber runterfallen kann ich eh nicht. Also. Ich kann gerade nur geradeaus laufen. Ne? Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Sieht mit meiner Karte aus, kann ich die schon öffnen? Oh! Oh, krass, okay, das ist, was ist das jetzt alles? Ist das jetzt das komplette Gebiet? Mission, Herausforderung? Ich laufe einfach mal los, mal sehen. Also, wie gesagt, die ganzen Nebenmissionen werde ich jetzt nicht wieder zwanghaft machen. Ja, also das werde ich mir sparen. Ja, klettern sie. Ich finde es lustig, gerade eben ist sie fast noch von der Klippe geklatscht, ja, und jetzt plötzlich kann sie wieder klettern, als ob nichts gewesen wäre, ne? Finde ich ja sehr amüsant hier. So, ja, schaffst du. So, ein bisschen der Selbsterhaltungstrieb hier, ja. Ja. Was ist hier? Gehen, um sich vorsichtiger zu bewegen. Ich kann ja immer noch. Oh, jetzt kann ich sterben. Ich find's trotzdem lustig, wenn sie da unten so, weiß ich nicht, so lang gerollt wie so eine Puppe, ja. So. Könnte das wirklich sein? Oder es ist die Kanalisation, das kann es auch sein. Man weiß es nicht. Aber hey, wenigstens sind wir jetzt mal in Gräbern. Ja, das ist. Oh, okay. Interessant, also wir sind jetzt scheinbar weg von unseren, ja, von unseren Fackeln, die wir sonst haben und haben jetzt hier diese Knicklichter oder Schüttellichter, ich weiß nicht, wie nennt man die Dinger. Also Knicklichter ist es ja nicht, ne? Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Ja, hast ja Glück, dass du gerade da gelandet bist, ne? Erkunden Sie die Wandgemäldekammer. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Bringen Sie Laras Übersetzungsfähigkeit in Griechisch auf Stufe 1. Hier ja, hätten wir jetzt die Bubble-App, ne? Denn ich wurde übrigens nicht gesponsert von denen, aber. Oder ich hätte, das ist lustig, okay. Ja, weiß ich nicht. Wie kann ich hier mein Griechisch verbessern? Gibt es hier irgendwelche Schriftteile, die etwas einfacher zu übersetzen sind, oder? Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Tja. Hätten wir doch mal hier den Google-Übersetzer. Ja. Ach, das geht. Hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Na, was ist alles Griechisch? Ich meine, was haben wir jetzt übersetzt? Die zwei Buchstaben, das X und C da hinten, oder war es das? Also, oder ist da oben? Ich meine, das ist doch die gleiche Schrift. Warum ist das einfacher zu übersetzen als das da? Das verstehe ich nicht ganz. Aber gut, ich muss auch nicht alles verstehen. Also, hier geht's irgendwie wieder raus. Das will ich ja nicht. Ja. Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel, zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Tja, aber auch hier, ne? Ist doch viel verwitterter, die Schrift, als an den Teil. Bei mir scheint noch schön Sonne drauf. Ich finde, das ist eigentlich gut lesbar, aber. Gut, kriegen wir hin. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russen. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen.
Okay, Griechisch kann man jetzt besser. Also ich sag mal so, wenn das wirklich die gleiche Synchronsprecherin ist als im Vorteil oder wie im Vorteil, dann muss ich sagen, ist sie auf jeden Fall etwas besser geworden. Ne? Aber ich glaube, das ist eine andere Stimme. Ich weiß auch, dass ich mich ziemlich aufgeregt habe bei dem 2013er Let's Play. Da fand ich irgendwie die Stimme von Lara so ein bisschen quengelig so. Das war irgendwie ganz leicht, ja, ich sterbe gerade. Nee. So, hier klingt schon mal besser. Also, auf jeden Fall gefällt es mir, was wir bisher so sehen. Das ist schon ganz schnieke, ne? Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Okay, ich habe ein Achievement bekommen. Die Vergangenheit lesen. Setzen Sie einen Monolithen. Haben wir geschafft. Irgendwie anderen Infos oder ist das alles die gleiche Info? Hä, was hat jetzt gemacht? Was? Ich habe einfach nur auf den Boden gehauen gerade. Ich weiß jetzt nicht, was passiert ist, aber es war scheinbar richtig. Spielwegweiser. Markieren Sie ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser. Bei Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt werden Spielerwegweiser als blaue Lichtkegel angezeigt. Okay, hier sind wir gerade. Schönes Geräusch hier. Ja gut, was soll ich jetzt hier markieren? Gut, hier gibt es so verschiedene Sachen. Das sind. Da war das Münzversteck scheinbar. Wandgemälde, Münzversteck. Ja, das haben wir wieder diese kleinen Mini-Missionen da. Ja, ich meine Fresse, die interessiert mich nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, diese kleinen Missionen da, das ist jetzt. Ist mir eigentlich relativ egal. So, aber jetzt mal ehrlich, kann ich das jetzt von verschiedenen Seiten lesen oder war das nur die eine? Aber hey, wir sind mal in etwas, was wie ein Grab aussieht. Das ist ja schon mal was, ne? Also. Hier haben wir noch eins. Seine Anhänger durch die Wüste. Zur Oase. Da finden wir jetzt auch noch das letzte, oder? Ja, da gehe ich gleich durch. Dann mal schneller, Lara. Noch keine Spur von. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Die suchen das Grab. Uh-oh. Ich muss es vor ihnen finden. Habt ihr vorne noch irgendwas zum Lesen, oder? Ich muss es vor ihnen finden, naja. Gut, aber ich muss auch irgendwelche Münzverstecke ausheben. Das ist viel wichtiger, ne? Also, Ironie. Offenkundig, ne? Wo kann ich hinten durchbrechen? Ja, als irgendwie sinnlosen Münzversteck waren, dann kann ich den erkennen. Das heißt, oder laufe jetzt einfach nur wahllos durch die Gegend. Na egal. Na dann, brich mal auf hier. Das ist morsch genug. Kannst du wahrscheinlich durchbrechen mit der Faust. Ja, sag ich ja. So, da haben wir ein bisschen. Geheimer Eingang. Bisschen drücken hier. Yes. So, oh, das Licht. Ich bin geblendet. Oh! Blind! Oh ja! Das sieht doch schon mal gut aus, ja. Ja, das ist aber das, was ich meine. Das sieht für mich mehr nach Tomb Raider aus, ja, ne? Also, krass. Finden Sie einen Weg ins Grab des Propheten. Okay. Einsatzziel, Wegweiser. Ah, okay, kann ich mir das anzeigen lassen. So, da müssen wir jetzt hin. Alles klar. Da runterfallen sollten wir wahrscheinlich nicht. Springen Sie an die Wand und klettern Sie mit Leer nach oben. Okay. Ah, schön, wir haben ja wieder ein paar Kletterpassagen. Das ist ja genau das, was dem Teil davor gefehlt hat. Ja, ich meine, das war am meisten Spaß bei Tomb Raider, einfach rumklettern. Also, zumindest ging es mir immer so. Schon hier. Ja, vorsichtig, nicht die Balance verlieren. Aber weiterlaufen. Aber nehmen Sie auch immer den Weg, der irgendwie am instabilsten ist, oder? Den kann ich einfach mal irgendwie einen stabilen Weg nehmen, das geht gar nicht. Ja. Ah, ich lebe ja noch. Alles gut. Hurra, ich lebe noch. Ja, so hab.
So. Na dann hoch da. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten. Und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Oh, ich kann den wirklich abknallen. Das ist okay. Also, dachte, naja, gut. Ist jetzt passiert, man kann sich ändern. Okay, die Stimmung gefällt mir bis jetzt ganz gut. Die Atmosphäre, die stimmt. Ja, die ist schon echt nice. Okay. Ja, es scheint eine kleine Rumpelkammer zu sein hier, ne? Verdammt. Komm schon. Ja, vielleicht steht irgendein Vieh hinter dir, wetten. Oder so. Ich wusste, irgendein Jumpscare kommt. Ich habe einfach zu viele Horrorfilme in meinem Leben gesehen, als dass ich jetzt nicht wüsste, dass das kommt hier. Das ist, ja. Oh, naja. Ja, aber schön, also es ist wieder sehr cineastisch inszeniert, gefällt mir. Ja, aber den ganzen Skorpion ist natürlich schön, ne? So. Hep! Ach, guck mal, da wirst du gleich um, halb umarmt. In Vaters Fußstapfen betreten sie das syrische Grab des verlorenen Propheten. Okay. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Bist du dir sicher, dass es hier einen Kampf gab? Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Jetzt eine milde Gabe. Suchen Sie einen kleinen orangen Behälter nach Belohnung. Okay. Alles wieder so ein Collective Pawn, scheinbar, ne? Okay. Ja, was haben wir denn hier noch schönes liegen? Mein Sohn. Der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. Bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Das ist eine schöne Stimme, das ist doch wirklich so Musik für die Ohren, ne? Also, das ist doch was, da kann man, das ist eine engelsgleiche Stimme, bei der man gut einschlafen kann. Schlaf, Kindlein, schlaf! Die Mutter hüt den Schaf! Eine dezente Raucherstimme, ne? Ah, hier, aber setz mal weiter. Ermordet durch den Trinity-Orden. Okay, also gab es den Trinity-Orden damals schon. Das ist jetzt nichts. Also scheinbar ist diese Sekte, von der Lara ganz am Anfang gesprochen hat, die scheint bis in die Gegenwart überlebt zu haben, ne? Very interesting. Very, very interesting. Jesus! Verdammt, das war echt knapp. Aber hey, wo ist meine Doppelpistole? Ich habe immer nur noch die eine da. Schade. Ich habe da extra am Ende des letzten Spiels meine Doppelpistolen bekommen, aber... Scheinbar war denn das dann zu unrealistisch. Obwohl, ich weiß, es ist so unrealistisch. Man kann ja trotzdem mit der Doppelpistole schießen. Sie sprengen sich den Weg frei. Eieiei. Und na klar, lande ich in der Kanalisation. Lecker. Yummy, yummy, yummy. Wie sage ich immer so schön, kein Spiel ohne Kanalisation. Hier haben wir es wieder, ne? Ja, da würde ich natürlich... Ich weiß nicht, ob ich das aufreißen würde, aber... Du weißt schon, was du machst, ne? Höhlen sie mit dem Gesicht durch die Leiche durch, ja, ne? Oh, ich kann tauchen. Ich kann tauchen? Yeah. Naja, ich könnte jetzt hier drauf. Ich könnte auch mal gucken, hier unten war doch irgendwas zum Durchtauchen. Oder habe ich das gerade falsch gesehen? Nee. Aha. Okay, ich werde gleich blutig, wenn ich... Okay.
Wenn ich zu lange unter Wasser bin, dann verliere ich scheinbar echt Leben. Also. Auf jeden Fall kann ich nicht mehr so lange tauchen wie im Originalspiel. Das steht schon mal fest. Also jetzt in den Original Tomb Raider Spielen meine ich, ne? So. So wird ein Schuh draus. Gut, hier sind wir also. Ein paar Spinnenweben natürlich. Und wir rutschen. Yes. Ja, aber ganz ehrlich, von der Atmosphäre ist das schon mal geil. Das kann man jetzt wirklich nicht leugnen. Also bis jetzt, was ich jetzt sehe, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie sie es entwickeln, aber fängt stark an. Ah gut, der letzte Teil fing auch stark an und hat dann so ein bisschen nachgelassen, ne? Deswegen schauen wir mal. Ja, das war's. Ja. Also Lara, musst du ein bisschen aufpassen. Umschalten, um schneller zu schwimmen. Gedrückt halten. Was mache ich? So, oh, ich lebe noch. Tja. Schön. Wer weiß, was du jetzt für Krankheiten hast bei dem Wasser, was du da eingeatmet hast, ja. Aber irgendwie, das scheint so ein Markenzeichen von dem zweiten Reboot zu sein, generell. Dass Lara irgendwie in den ersten 5 Spielminuten gefühlt 20 Mal stirbt oder Nahtoderfahrung hat, zumindest, ja. Dann das erste Mal. Uiuiui. Schick. Unglaublich. Oder? Ja, das gefällt mir. So, sehr schön. Das sieht doch nach was aus hier. Ja gut, jetzt hätte ich. Würde ich jetzt irgendwo hier sich die oberste Hauptkammer. Wie war das jetzt? Ich muss irgendwie cool weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Ja. Aber ich will mir erstmal umgucken, bevor ich hier irgendwas erhöhe. Ich erstmal schauen, was es hier so Schönes gibt. Ja, also das ist doch schon mal sehr, sehr ansprechend hier. So, ja, Wasserstand erhöhen, ne? Haben wir ja gerade gesehen, dass es hier erleuchtet war. Also, mach mal weg. Kann sie ja froh sein, dass da immer genauso viel Wasser rauskommt, wie sie gerade braucht, ne? Könnte ja auch anders ablaufen. Okay, haben wir so eine kleine Stromschnelle. Wir wollen aber wahrscheinlich hier hoch. Ja. Einfach mal hochklettern. So. Vor allem, was ich bis jetzt schön finde, ich weiß nicht, ob es so, bleibt, aber ich finde es schön, dass wir jetzt wirklich gerade ganz viele Kletterpassagen haben. Weil das ist, wie gesagt, Tomb Raider für mich ist immer die besten Sachen, sind nicht die Kämpfe, das sind immer die Kletterpassagen, das Erkunden. Das ist ja das, was letztendlich auch großen Spaß macht, ne? So. Ich meine, es ist toll, mal nicht in so ein, Tomb, ja, nicht einfach nur so eine kleine Nebenquest ist, die man mal zufällig finden kann, sondern wir sind gerade in einem. In einem Grab, ne? Das ist gerade hier die Realität und das ist schön. Also, ich spüre gerade wieder so ein bisschen Lust auf das Spiel, was schon mal ganz gut ist. Ja, vielleicht wird es ja wirklich besser. Mal gucken. Ja, der letzte Teil war auch nicht schlecht jetzt 2013, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ihr habt es ja miterlebt. Oder euch mit angeguckt. Potenziell habt ihr euch angeguckt. Ich hoffe es natürlich, ne? Zwinker, zwinker. Starre Fall drücken, sie springen und. Ja. Was ist, wenn ich da reinspringe? Sie sind fast drin. Gut, sie ist gleich. Ich mache mal einen Speicherpunkt. Die Folge ist eh gleich vorbei. Machen wir es mal hier. Wie viel haben wir denn eigentlich schon? 1%. Gut, ich will mal sehen, wie blutig wird es denn hier. Oh, was? Oh, was? What the fuck? Okay, also. Wohlgemerkt. Ja, das bohrt richtig schön durch den Kopf durch und wir sehen dann noch Lara mit den Augen zucken. Meine Fresse. Okay, also. Okay, also so, ich sag mal, in Anführungsstrichen amüsant wie in den Originalteilen ist es jedenfalls nicht, ne? Gut, das ist doch eine wunderbare Note, um hier zu enden, ne? Also,
Meine Fresse. Gut, ja, das wird bestimmt nicht seltsamer sein, dass wir Lara auf grausame Art und Weise sterben sehen, ne? Also, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Ciao.